Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch eine wichtige Pilates-Übung besprechen, nämlich das Bridging. Das Bridging kennt ihr bestimmt alle, die die Videos schon längere Zeit mit mir machen. Das ist das Auf- und Abrollen in der Rückenlage. Eine tolle Übung, wie ich finde, wo man sehr viel Veränderungen, Steigerungen reinbringen kann. Was ich aber mit euch heute mal besprechen möchte, ist die richtige Technik des Bridgings, weil ich sehe es in meinen Kursen, wird ganz gern das ein oder andere Mal gar nicht so richtig ausgeführt, wie ich es versuche, euch auch durch meine verbale Ansprache anzuleiten. Also gerne mit machen zu Hause, kommt auf die Seite, dreht euch auf den Rücken. So, beim Bridging ist es so, die Basic-Variante ist eigentlich eine mobilisierende Übung für eure Wirbelsäule, was bei den meisten aber nicht ausgeführt wird. Ich zeige einmal, wie es ganz oft ausgeführt wird und schaut mal bitte auf meinen Rücken. Es wird aufgerollt und das Aufrollen ist das hier. Das heißt, es ist so, dass die meisten in einem Block die Wirbelsäule nach oben aufrollen und am Ende sehr weit oben die Belastung auf den Schultern haben und auch Druck auf den Hinterkopf spüren. Aber wie ist diese Übung eigentlich gedacht? Das Becken liegt neutral, eine kleine Lücke. Und damit das Ganze auch eine Wirbel für Wirbel, also eine Mobilisationsübung für den Rücken wird und auch wichtig ist für eine gesunde Wirbelsäule, ist es so, ich atme vorbereitend ein in die Nase. Mit der Ausatmung starte ich mit dem Becken. Ich kippe das Becken, ich schiebe den unteren Rücken in die Matte und einen Wirbel nach dem anderen rolle ich nach oben auf, bis ich am Ende spüre, dass meine Hauptbelastung auf den Schulterblättern liegt. Nicht auf der Halswirbelsäule, nicht auf dem Hinterkopf. Rein theoretisch könntest du jetzt hier einen Test machen, mal den Kopf anheben. Wenn du merkst, du kannst ihn nicht anheben, bist du zu weit aufgerollt. Das Abrollen ist genauso wie das Aufrollen. Du atmest ein. Und mit der Ausatmung lasse mal das Brustbein nach unten sinken als erstes und dann rollst du von oben nach unten ab. Sobald das Becken aufliegt, kippe das Becken und baue wieder ein kleines Hohlkreuz auf. Also, noch einmal zusammen. Ausatmen, aufrollen, das Becken kippt. Den unteren Rücken in die Matte reinschieben und Wirbel für Wirbel aufrollen, bis die Hauptbelastung auf den Schulterblättern liegt. Hier vorbereitend einatmen und mit der Ausatmung von oben nach unten. Erst das Brustbein sinken lassen, die Wirbelsäule langsam wieder abrollen. Man kann auch mit der Einatmung abrollen. Das ist so ein bisschen bei mir in den Stunden so, je nachdem, welchen Fokus ich darauf lenke. Okay, dann kommt man über die Seite wieder hoch. Testet es gerne einmal aus, wie ihr das Bridging ausführt. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr jetzt auch gemerkt habt, okay, Alex, ich rolle doch im Gesamten auf und nicht dieses schöne Wirbel für Wirbel, was wirklich eurer Wirbelsäule richtig gut tut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Freue mich natürlich gerne, wenn ihr sagt, hey Alex, ich würde gerne mal die eine oder andere Übung auch gerne erklärt bekommen, in die Kommentare. Dann freue ich mich sehr, von euch zu hören.